Ja, war schlecht, finde ich. Die zweite Halbzeit haben sie einfach zu viel aufs Verteidigen konzentriert. Und ja, haben eigentlich keine Akzente mehr nach vorne gesetzt. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen das Knack gebrochen dann zum Schluss, weil Sturm ist immer angelaufen und wir haben nur verteidigt. Und ja, dass die Chancen nutzen und einen guten Lauf am Sturm, das wissen wir. Und ja, sonst haben wir zum Schluss dann auch aufgrund der zweiten Halbzeit wahrscheinlich verdient gewonnen. Ja, wir haben uns von Anfang an zu weit zurückgezogen. Das war eigentlich nicht so gewollt, aber Sturm hat es dann gut gemacht und bei uns hat man den Kräfteverschleiß gesehen und ich glaube, ja, mit einem 1-1 hätten wir gut leben können. Ja, leider haben wir das zweite noch gekriegt. Ja, wir waren einfach viel zu passiv und darum haben wir auch so ein Gegentor bekommen und das ist extrem enttäuschend. Ja, vielleicht hätten wir erste Halbzeit schon den Sack zumachen können, weil da haben wir richtig gut Fußball gespielt, haben wir wieder gezeigt, wie es geht in Alltag. Und daran müssen wir aufbauen und vielleicht in einer Woche können wir das wieder zeigen. Ja, also eine Halbzeit ist dann zu wenig, dann müssen wir schaffen, dass wir sicher 75, 90 Minuten das schaffen. Und ja, wenn wir so spielen wie erste Halbzeit, dann gewinnen wir gegen die Austria.